Moin moin, liebe Nazi-Jäger, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Let's Play. Ihr seht schon, ihr habt's gelesen, Wolfenstein The Old Blood. Altes Blut gerinnt nicht mehr, von daher ist es getrocknet, nehme ich an. Ein Standalone-Spiel aus dem Hause Machine Games, die ja schon Wolfenstein The New Order gemacht haben, Wolfenstein 2 The New Colossus und dann gab es ja noch das Spiel, was danach kam mit den Töchtern von BJ Blazkowicz, den wir in diesem Spiel auch spielen werden. Ein ultra harter Motherfucker. Und ihr seht ihn schon, bullig wie er ist. Haut er erstmal schön dem Nazi die Stiefel in den Nacken. Wir spielen die Anti-Hakenkreuz-Version, weil die englische Version hat da irgendwie Probleme. Ich weiß nicht warum. Die stürzt nach einer Weile irgendwie ab. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da ist glaube ich, bei Bethesda und Machine Games irgendwas nicht richtig gelaufen bei der D-Konstruktion dieser Symbole. Ist ja auch vollkommen egal. Das juckt mich halt gar nicht. Da können Pimmel drauf sein. Ist mir so Latte. Mir geht's halt um die Action. So. Und ich weiß ja, wer die Leute sind. Also brauche ich eine Symbolik irgendwie nicht dazu. Wir starten ein neues Kapitel und sagen, lass sie nur kommen. Bitterer Schwierigkeitsgrad für durchschnittliche Spieler. Ich gehe heute mal aufs Ganze und sag, der leibhaftige Tod. Hoher Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler. Extrem. Sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Na komm, der leibhaftige Tod. Let's go! Ich hab Bock. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blazkowicz? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun. Damn! Ich habe ja gedacht, das funkt. Aber irgendwie hat er hier auch Grafikprobleme. Ah. Ich habe es vorher nochmal getestet, aber ihr seht, es sieht so aus, als wären wir irgendwie, keine Ahnung, im Himmel oder so. Okay. Dann werde ich mal versuchen, das gefixt zu bekommen. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle eine Pause, kurzer Cut, dann geht's weiter. Also, bis gleich. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner So, da bin ich wieder. Dieses Spiel macht mich echt wahnsinnig gerade. Ich musste irgendwie jetzt einen Workaround schaffen, damit ich das Spiel irgendwie zum Laufen kriege. Ich habe verschiedene Grafikeinstellungen probiert. Ich habe in der Config rumgeschraubt. Oh mein Gott. Es war schon bei Wolfenstein The New Order so ein Krampf. Und dann jetzt das noch. Also ich... Das macht keinen Spaß. Aber ich hoffe mal, das Spiel läuft jetzt einigermaßen stabil. Und laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis. Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Burg Wolfenstein, geil! Die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz. Kommandant Franz. Ist auch sehr geil. Kommandant Franz. Hallo, Scheißgesichter. Hier. Boy, oh boy. Da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Das Spiel macht mich echt kirre. Sie und ich, Blazkowicz. Als Team, wir schaffen das.
Wundert euch nicht über die schwarzen Balken oben und unten. Das Problem an der Geschichte ist, ich muss es jetzt im Dings spielen. Im und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Fenstermodus. Und Amy will die Spielaufnahme von OBS das nicht erkennen. Da. Ja, da steht sogar nochmal der Name drin. Gehen wir. Nicht vergessen. Franz. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz. Kommandant Franz. Ob das funktionieren wird. Klar, Kommandant Franz aus Frankfurt funktioniert immer. Na dann, geh voran. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl, der macht Hundefutter aus dir. Stramm stehen, Fritz. Das ist so geil. Das ist so Klischee. Oh Gott. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Die Dialoge sind voll geil. Feier es jetzt schon. Das ist so durch. Ah, ich liebe Wolfenstein. Das ist so ein geiles Spiel. Artikel: Staatsoberhaupt besucht Paderborn. Die Menschen feiern auf den Straßen Paderborns, als das Staatsoberhaupt der Stadt und ihrem berühmten Burg Wolfenstein nun ein weiterer Besuch abstattete. Auf der Tagesordnung stand ein Treffen mit General Strasse und Oberstleutnant von Schaps, bei dem der Krieg und die Erfolge von General Strasses Forschung im Bereich der hochentwickelten Kriegstechnologie im Vordergrund standen. Das ist erst der Anfang, verkündete das Staatsoberhaupt im Anschluss. Die gegnerischen Streitkräfte verlieren an allen Fronten an Boden. Unsere Bomben regnen auf sie nieder. Ihre Marine kämpft im Pazifik einen aussichtslosen Kampf. Niemand kann uns aufhalten. Lobende Worte fand unser Staatsoberhaupt für Helga von Sharps für ihre archäologische Forschung über die ruhmreiche Vergangenheit König Ottos und dessen Vermächtnis für unser Land. Okay. Achso, ist so ein Kontrollding. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte. Was mit mir? Alles darf klar. Ich nicht. Hm? Was? Achso. Drücke E zum Durchgehen. Wer ist das denn? Ach, Herr Jäger. Okay. Was gibt's, Greta? Greta heißt der Hund. Alter, was eine hässliche Töle. Die Papiere bitte. Ach, jawohl. Augenblick, warten Sie. Ey, das sind meine Papiere. Finger weg. Sind Sie Frankfurter? Klar. Ja, ein Hotdog. Ich schlapp mich schlapp. Die Spinnen, die Amis Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Klar, Herr Jäger. Bei Fuß. Okay, wir sind durch. Na, hat doch geklappt. Was hat BJ denn so für Probleme? Ist doch alles top. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Ach, eh nicht. Das sind bestimmt nur Gerüchte. Guten Morgen. Guten Morgen, Soldat. Ja, mit so einer komischen Gasmaskenfratze, ne? Hui. Guten Morgen. Morgen. Eine Seilbahn. Ah, oh, da ist Castle Wolfenstein. Saugeil. Boah, ich hoffe, wir bekommen hier in diesem Spiel wieder so schönen, geilen, okkulten Scheiß zu sehen. Ich fand diese maschinenartigen Gegner so aus Wolfenstein The New Order auch sehr geil. Aber so, ich hätte gerne wieder so dieses Design zurück aus Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. So okkult mit Monstern und so ein Scheiß. Oder aus Wolfenstein 2009 von Raven Software, das war auch sehr geil.
Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg. Ach so. Sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. Helga. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben. Ah, okay. Das heißt, spielt zeitlich natürlich vor Wolfenstein The New Order. Weil es beginnt immer mit The. Bei den Reboot von Wolfenstein. Die ganzen Titel. Okay, das würde erklären, warum wir am Anfang von Wolfenstein The New Order die Festung von General Totenkopf angegriffen haben. Weil das ist jetzt quasi die Vorgeschichte. Nun, nutzen macht Sinn. Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um. Er kriegt die Zähne auch nicht auseinander. Ihr redet. Guckst dir an. Der sieht gruselig aus, ihm will ich nachts nicht begegnen im Dunkeln, ey. In einer gesifften Ecke in Frankfurt mit einem Hotdog in der Hand. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Finde ich witzig. Oberst Franz kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Ja, okay. Muss hier lang, wie es aussieht. Expedition Wolfenburg, hören Sie mich? Ende. Das ist Karl. Ich bin gerade beschäftigt. Was ist Karl? Sind Sie bequem? Was ist das? Verpflichten Sie sich jetzt. Treten Sie bei Infanterie. Seilbahn. Am sicheren Seil. Was steht da noch? Der neue Germanien-Express. Doppeldeckerseilbahn, ein Wunder der Technik. Wie man sieht. Archäologisches Forschungszentrum, das klingt doch gut. Lift. Alright. Stop. Haben wir denn überhaupt eine Knarre? Bin jetzt im Aufzug. Wir wurden nicht gescannt. Verstanden. Ah, jetzt. Schalldämpfer sogar. Da ist jemand. Yeah! Von hinten gesteppt. Oder ist noch einer? Was haben wir denn da? Oh, es gibt wieder Helme zum Einsammeln. Jawohl, ja. Hat er auch einen? Ich glaube nicht. Notiz von Forschungsassistent Winkler. 28. Februar. Im Zuge eines Experiments an Nummer 12.1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfburg kam Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als der Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion. Sein Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchen alles, um das Feuer zu löschen, aber schließlich erlag er seinen Verbrennungen. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben. Müssen wir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12.1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das eine Reihe optischer Linsen einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weiter bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 nach Christus datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größeren Schlachten vorgesehen. Es ist unklar, ob es jemals in Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde, das seinen Benutzer nicht im Brand steckt. Könnte dieses Gerät das sein, was Albert Einstein in seinem Papier zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Falls ja, so könnten wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehnts stehen. Sobald die Sicherheitsprozessionen verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Gottfried. Oh, noch mehr Knarren. Yay. Munition. Ich spiele es übrigens auf schwer, habt ihr ja gesehen. Deswegen wundert es mich gerade, dass hier so viel Munition rumliegt. Aber, Ah, man kann wieder Akimbo zwei Waffen nehmen. Finde ich ein bisschen doof. Ich mag das nicht. Nimm lieber eine Waffe in beide Hände und dann ist gut.
Der Helm aus Skyrim ist ja geil. Okay, Notiz von Forschungsassistent Lang. 4. Januar. Helga ist die ganze Woche über bei einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Ich habe ihm die Hand gegeben. Er schien mir ein angenehmer Zeitgenosse zu sein, aber seine Hände waren klamm und kalt. Und da war dieser leicht unangenehme Geruch. Boah. Helga hat mir in der Zeit, in der sie sich um die Gäste kümmert, die Leitung der Forschungsgruppe anvertraut. Erwähnenswerte Entdeckung. Ein alter Bauplan zwischen zwei Holzverkleidungen scheint beim Bau dieser Burg verwendet worden zu sein. Die Burg wurde von König Otto erbaut und sollte auf seinen Feinde groß beeindruckend und einschüchternd wirken. Muss damals ein toller Anblick gewesen sein. Zum damaligen Zeitpunkt zweifellos eine beeindruckende technische Errungenschaft. Als ich mir die Skizzen ansah, bemerkte ich einige Räume, zu denen ich keinen Eingang finden konnte. Das vielleicht einen verborgenen Öffnungsmechanismus? Werde Helga sofort unterrichten, wenn sie nicht anderweitig zu tun hat. Könnte sich dabei womöglich um König Ottos verschollenen Schatz handeln? Lang. Ein verschollener Schatz? Boah, den will ich haben. Sonst noch irgendwas hier an Dokumenten oder so? Was war das? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Oh, guck mal. Aha. Rüstung. Guck mal, den können wir auch schön schlitzen. Bam. Da ist Heilung, aber was bringt mir das? Ich bin doch voll geheilt. Wie nicht schießen? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ah, noch mehr Rüstung. Nö, 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 nö. Ich sehe mich hier oben um. Halte Ausschau nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Ach schön, Helga. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Helga von Schaps. Sie guckt aus, als ob sie dir gleich die Birne eindrescht. Oh, die Schrotflinte. Wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Würde ich gar nicht, weil ich nicht denken könnte. Ich würde einfach nur sein. Aber wo nur? Was machen wir denn jetzt? Ah, guck mal, noch mehr Munition. Ich sehe keinen Tresor, Mann. Verdammt. Türen sind alle zu. Ich habe den Tresor gefunden, aber die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler damit. Sagen Sie, wir können die Akte nicht finden. Schnell, Blaskovic. Ich halte die Stellung. Funke Kessler an. Ah, hier. Ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer out. Scheiße. Verdammt, halten Sie sie auf, Blaskovic. Boah, Junge. Wir wollen alles Gute vernichten. Machen Sie diese Schweine fertig, Blaskovic. Ich arbeite dran. Wayo. Ah, heftiger Knockback. La 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 la. Komm, ey. Autsch. Oh, wie viele denn noch? Schon wieder. Wie sieht's mit dem Ausgang aus, Wesley? Die unendlichen Nazi-Spawns hören einfach nicht auf.
Wesley, beeil dich mal. Schöne Scheiße, was bitte? Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Ja, das ist nicht viel wert, wenn wir hier nicht rauskommen. Hier, ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Vorsichtig, ganz sachte. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Verstanden. Ein Gasthaus? Ja, ja, ja. Ich muss hier nochmal ein bisschen Munition einsammeln, aber ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Ah, okay. Uah. Alien-Schädel? Ach komm. Die haben doch garantiert Indiana Jones gesehen. Helgas Tagebuch, zweiter Eintrag. September. Ich habe schon so viel über Wolfsburg gelesen, dass ich mir schon die Augen, dass mir schon die Augen bluten. Eine unbegreiflich faszinierende Stadt. Hier gibt es etwas Wichtiges. Ich kann es spüren. Jedenfalls schien es meinen Vorfahren König Otto wichtig gewesen zu sein. Bisherige Schlüsse. König Otto fand fragmentierte Pergamente, Begegnungen in Istanbul. Pergamente ergaben ein mächtiges Wissen. Sie Notizen des Gelehrten Siegbald, Seite 15 bis 26. Baute etwas in Wolfsburg, das er im Krieg gegen die Magyaren einsetzte. Kriegsmaschinen halfen bei der Machtergreifung und dem Aufbau des Heiligen Römischen Reichs. Aber was immer er gebaut hatte, scheint dem Feuer, das die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat, zum Opfer gefallen zu sein. Die meisten würden an diesem Punkt wohl aufhören, aber ich spüre diesen Hunger in mir. Ich will mehr wissen. Das ist deine Schuld, Vater. Ich werde so lange mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis sie mich entweder tötet oder ich sie durchbreche. Heute Abend gibt's Wein. Ein Rätzigen Rheingauer, köstlich zu Wurst und Käse. Oh, lecker. Ja, ja. Stress nicht. Ich bin da am Lesen, Junge. Hier sind lauter strange Nazi-Dokumente und er will einfach weiter. Helgas Tagebuch, erster Eintrag, 6. Januar. Mein Bein hat mich die letzten Nächte wachgehalten. Ist juckt. Na, ist egal. Was Helga zu schreiben hat, das können wir später noch lesen. Ach, da. Das ist eine kleine Luke. Oh, ja geil. Oh nö. Lass das. Kriegen wir von so einem komischen Nazi-Mutanten-Gedöns aufs Maul erstmal. Ich finde das nicht nett. DJ Blaskovic, das wird schon. Hey, Blaskovic. Ja, ja. Sind Sie wach da drin? Nein. Bin halb tot. Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Waren Sie schon mal in Snowdonia, Blaskovic? Nee, war ich nicht. Ist unglaublich majestätisch und schön dort. Hügel über Hügel, soweit das Auge reicht. Mein Vater war dort mit mir manchmal wandern, vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte immer einen Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich. Wir haben einen Brief bekommen. Wer auch immer diese Zeilen liest. Ich heiße Lotti Kohl. Ich wurde hier von Helga eingesperrt. Bitte kontaktieren Sie meinen Vater in Wolfsburg. Sein Name ist Robert Kohl.
Er arbeitet in der Bibliothek. Sagen Sie ihm, dass Helga in der entweihten Kirche forscht. Bitte, es ist dringend. Sagen Sie ihm auch, dass ich ihn liebe. Okay, werde ich ausrichten. Ich habe dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß gebrochen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich würde so gerne noch einmal. Oh, BJ. Holt ihn raus! Jäger will mit ihm sprechen! Hey, wir haben eine Waffe. Alter, was? Echt? BJ ist echt ein harter Kerl. Ein harter Hund. Oder ein heißer Hund, je nachdem. Juhu. Aha, du schon wieder. Boah, der ganze Tesla-Scheiß und die ganzen Gegner. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. Hat er mich entdeckt? La! Kann er mich... Er sieht mich immer noch. Damn! Das ist frech. Was mache ich denn jetzt mit ihm? Ich habe ja keine Knarre. Soldaten hängen an diesen Kabeln. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. Ach, da ist auch noch ein Hebel. Den habe ich nicht gesehen. Verdammt! Ich kann nicht, während er auf mich ballert. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ach, jetzt fährt ja auch noch so ein Ding lang, ey, ich werd nicht mehr. Man muss es länger drücken. Das war die Tür. Nimm das! Solche wie dich habe ich schon in Totenkopflaboren gesehen. Was haben wir denn jetzt für eine dicke Wumme? Ach, das ist das Maschinengewehr, was er hatte, ne? Okay, da komme ich nicht lang. Aber ich habe ja die Tür schon aufgemacht. Oder hat die wieder Saft? Achso. Sie ist wieder aufgeladen. Ey, lass die Waffe nicht fallen. Was macht er denn? Oh. Das gibt's doch nicht. Ich schlage mich auch mit einem Rohr hier durch, kein Problem.
Ich könnte ihn jetzt auch einfach auch platt machen. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig Lebensenergie. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Wenn ich nur wüsste, wo der Dampfmann hingeht. Aber ich sehe ihn halt nicht. Boah, wie langsam er sich bewegt. Komm schon. Mach ihn platt. Ach so. Okay. Was ist noch was hier? Nö, ne? Oh, was Gutes zu essen. Wie er die Knarren fallen lässt. Ich hab halt nichts, mich zu verteidigen, ne? Können wir die Hunde irgendwie kaputt machen? Ich meine, die sind ja. Die sehen ja nichts, ne? Bin zwar gegen Tiere töten, aber bei denen ist es irgendwie okay. Die sind ja fast nicht mehr menschlich. Tierlich, meine ich. Hundefutter! Gibt gute Stärke zurück. War schon wieder so ein Dampfmann. Ah, kacke. Jetzt hat er mich gesehen. Bäh. Shit. Na, ja, kacke. Ganz schön schwer hier durchzukommen. Ohne eine Knarre. Und der lässt die ja immer fallen, der Depp. Gibt's hier nicht noch einen anderen Weg? Okay, komm jetzt schnell. Ah, geschafft. Ohne Strom geht nichts. Da die an die Kabel angebunden sind, können die mir eigentlich nichts tun. Weil die laufen sonst nicht so weit. Nope. Ah, Mann. Geben halt einfach nicht auf, ne? Mhm, Mist. Ah, noch einer. Der hat mich eingekesselt. Scheiße. Kann ich auf das Energieding schießen bei denen, auf dem Rücken oder so? Jawoll, ja. Einer weniger. Boah, die explodieren ja. Super geil. Guck mal, wie fleischig. Mm. Tasty. Hm. Was mach ich denn jetzt? Kommt einer von denen oder? Er steht nur da.
Kacke, ich bin leer. Cheat, cheat, cheat. Es muss schnell gehen. So, du Metallblechbüchsen-Ding. Haben wir ihm ordentlich einen eingeschenkt. What? Wollte die Rüstung aufsammeln, nicht den ganzen anderen Kram hier. Du bist tot! Schon, zeig dich. Ich kann das den ganzen Tag machen. Verdammt. Okay, vielleicht auch nicht. War Lacke nicht noch eine Knarre? Ich weiß, ich habe eine aufgehoben, die noch Munition hatte. Die hier vielleicht, ja. Stirb! Bam! Ich finde das so geil, wie die zerplatzen. Oh, ich liebe es. Das ist alles, was von ihm übrig blieb. Sagen Sie, Herr Jäger, es tut mir leid, dass ich seine Soldaten hier zermatscht habe. Zerstörungswut. Kommen wir hier bald mal endlich raus? Ich glaube, das sieht gut aus. Modell freigeschaltet, Maschinensoldat. Ey, wie komme ich jetzt hier durch? Na, so nicht. Au. Wer labert da? Das sind Soldaten. Ah, hier können wir wieder hoch. BJ hatte nichts weiter als ein zerbrochenes Rohr. Und tötet damit haufenweise Nazis. Was ist das? Oh, Nazi-Gold. Nö, du schon wieder. Ich hätte gedacht, mit denen hätten wir es langsam, aber nein. Die sind überall. Kabeljungs. Der Gemast ist da dran, Kisten aufzubrechen. Okay. Alright, Boys and Girls. Aber ich würde sagen, hier sind wir erstmal am Ende dieser Folge angelangt, beziehungsweise dem Einstieg. Sorry, dass das so ein bisschen holprig war, weil, ja, wie gesagt, technische Issues, ich kann da nichts für und das Spiel ist irgendwie komisch gecodet, keine Ahnung, oder vielleicht hat meine Grafikkarte auch nur einen Knicks, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass dieser Workaround jetzt klappt und dass ich, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, es auch weiterhin funktioniert. Ich denke mal, das wird schon. Alles klar, dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Wolfenstein The New Blood, The Old Blood, das alte Blut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht mit Kasanazi Action und BJ Blazkowicz. Also, bis dann.